Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Fallout 4. Heute habe ich was ganz Besonderes vor. Und zwar möchte ich nun die Urbanity Farm, die hier da, unserem Netzwerk hinzufügen. Die hat nämlich eine ganz bestimmte Eigenschaft. Es ist so, jede Siedlung hat nicht nur zur Seite hin eine Baubegrenzung. Also das ist dieser grüne Bereich. Ich zeige euch das gleich mal an Beispiel der Urbanity Farm. Sondern auch nach oben hin. Es gibt Siedlungen, da könnt ihr vielleicht drei Stockwerke aufeinander setzen oder auch nur zwei Du und hast dann. keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Ganz und gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Was vergiftet? Jemand hat dich vergiftet? Machst du Witze? Es war gerade erst losgegangen, da wurde ich schon vergiftet. Beim ersten Mal hatte ich nur einen Artikel über dieses Karawanenkartell veröffentlicht, das die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Er kam gut an und es gab sogar einen Boykott ihrer Waren in der Stadt. Also wollte ich im Dugout Inn auf den Sieg einheben. Ich hatte schon einen Schluck genommen, da merkte ich, dass was nicht stimmte. Vadim war nicht in der Bar. Das Bier schmeckte seltsam, seltsamer als sonst. Ich fühlte mich ziemlich benommen. Keine Ahnung, was das war, aber es musste raus. Ich schaue mich also um und da war der Destillierapparat. Ich kipp mir also einen selbstgebrannten rein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das besser war, als an dem Gift zu sterben, aber es hat funktioniert. Als ich bewusstlos war, hat sich die Sicherheit den Barkeeper geschnappt. Er hat schließlich seine Bosse verraten und alle kamen in den Bau. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Nee, ich flirte jetzt nicht mit dir. Ich bin auch froh, dass du hier bist, Piper. Danke, Blue. Das aus deinem Mund zu hören, bedeutet mir viel. Also, willst du hier verschwinden? Gut, ab und zu gibt es solche Gespräche wie dieses. Eines habe ich schon geführt, das leider nicht mit laufender Kamera. Und die führen nach und nach dazu, dass man sich besser kennenlernt. Letztendlich wird dadurch bei dem einen oder anderen Charakter auch eine Romanze möglich. Und die höchste Vertrauensstufe, die einem schließlich einen Bonus mit dem jeweiligen Begleiter macht. Es gibt für jeden Begleiter, den man mitnehmen kann, eine solche höchste Vertrauensstufe, für die man dann einen Begleiterbonus bekommt. Wir werden sie uns alle holen. So, ja, ich kann jetzt die Farm noch gar nicht annektieren. Aber ich erkläre es euch jetzt mal ungefähr hier. Hier verläuft die Grenze zur Seite hin, ne? Und irgendwie hier plus minus ein paar Meter. Bis hierhin kann man diese Farm dann bebauen. Und das kennt ihr ja schon von den anderen. Aber es gibt auch eine Begrenzung nach oben hin. Und ich vermute mal, die ist wegen diesen Strommasten hier in der Ebenette Farm höher als in anderen Siedlungen. Also hier werden wir deswegen ein Hochhaus hinbauen, den Calrissia Tower sozusagen. Und den werde ich wahrscheinlich mehrere Male umbauen müssen, bis ich mit dem Ergebnis endlich zufrieden bin. Aber die Urbanity Farm ist eine der Farmen, bei der man die Gebäude am höchsten hochziehen kann. Miss Abernathy, wir haben hier ziemliche Probleme. Ich hoffe, du kannst helfen. Ja, deswegen bin ich hier. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Habe ich die Quest schon? Moment, muss ich mal gucken. Nord, eine Nachricht, der Vorhang fällt. Nö, eigentlich nicht. Da muss ich mal mit ihr, mit den anderen beiden sprechen. Mit ihrem Mann. Hallo. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag und ständig muss man auf der Hut sein. Die Landwirtschaft ist harte Arbeit. Dem stimme ich nur zu. Blake Abernethy, bist du neu im Commonwealth?
bin schon eine Weile da. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Eines Tages werde ich es sicher versuchen. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Vielleicht sehe ich dich eines Tages auf dem Markt in Diamond City und wir tauschen unsere Waren. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Was ist mit den Minutemen? Wenn du dich uns anschließt, können wir uns gegenseitig bei den Raidern helfen. Was du nicht sagst. Ich dachte, die Minutemen wären alle fort. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Jetzt verstehst du, warum ich froh bin, dass die Minutemen wieder zurück sind. Wenn auch etwas zu spät für meine Mary. Jetzt sind wir hier. Können wir was tun? Ich kann dir nicht viel bieten. Aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Ja, das haben wir zufällig schon dabei. Das haben wir sogar schon seit vielen Folgen. Ich glaube, das muss ich in einer der ersten 10 Folgen schon gefunden haben. Ich habe mich vor kurzem um ein paar Raider gekümmert. Ich glaube, ich habe das Medaillon gefunden, von dem du sprichst. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Was immer die Minutemen brauchen, sie können sich auf uns verlassen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas reduzieren. Jo, dann reden wir mal mit Conny. Ist es das da? Jetzt können wir also die Werkbank benutzen. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Na klar doch. Also die handelt jetzt mit... Nee, die tauscht jetzt mit uns. Ich werde jetzt dann gleich mal einen Cut machen und hier ein bisschen Aufbauarbeit betreiben, aber jetzt zeige ich euch erst nochmal die Abernathy Farm in ihrem Urzustand. Jetzt rede ich aber trotzdem erst nochmal, wo ist denn jetzt Conny? Das war die mit dem Mechanikeranzug wahrscheinlich, ne? Die muss hier irgendwo sein. Das ist... Ja gut, das Gespräch läuft nun an und für sich nicht davon. Wir haben jetzt auch ein Brahmin dazu bekommen. Wir werden dem noch 2 weitere hinzufügen. Tatos haben die hier selber... Ah, da ist er ja, oder? Das ist er doch. Hey. Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel. Aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Ja, ich glaube schon, die hat nämlich Stoff im Angebot. Das findet man nicht überall. Da nehme ich ihr gerade mal was ab von dem Zeug. Außerdem etwas Beton. Dünger haben wir selber genug. Wir haben ja Brahmins, Holz und Leder, glaube ich, habe ich auch genug. Aber das kaufe ich ihr mal ab. Was hat sie denn noch? Eine Teerbeere, eine Sicherung. Das ist Kupfer, das hätte ich schon gern. Und ja. Dann sind wir im Geschäft. Habe ich was, das ich dir verkaufen kann im Gegenzug? Ja, das hier. Das da. Noch was. Vielleicht irgendwelche Nahrungsmittel. Das brauche ich selber noch. Das muss ich mal ablegen. Ich glaube, den verkaufe ich ihr mal. Die da auch. Die wiegen schließlich relativ viel. Salisbury Steak, wo ist denn da der Unterschied? Das eine ist TP, das andere ist mit Radioaktivität. Die verkaufe ich ihr mal. Ich hoffe mal, dass ihr das nichts ausmacht. Ratskorpion Steak ist Energie wieder... Meilerkirchen, du kannst unter Wasser atmen. Die hebe ich mal auf. Für den. Da gibt es bestimmt mal... Die wiegen ja auch fast nichts, also die stören mich jetzt gar nicht. Köterkeulen brauche ich nicht so viele, da reichen mir die hier. Mutantenhundenkeulen sind mir eh lieber. Gebackene Blähfliege, Strahlung widerstehen 20. Gewicht 0,5 geht eigentlich, aber egal, weg damit. Und Myrok-Fleisch lädt Aktionspunkte wieder auf. Schade, dass ich die nicht züchten kann. Aber gut, es gibt genug Myroks. Ich brauche ja nur eine Wasseraufbereitungsanlage. Die sind bestimmt inzwischen wieder nachgespawnt, wenn ich jetzt unbedingt Was hast du vor? Scharf auf Myrlurks bin.
Gut, ich werde jetzt mal hier ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Und, achso, erstmal, ich wollte euch noch zeigen, in welchem Zustand das hier gerade ist. Also da haben wir diese Grenze zur Seite, die kennt ihr schon. Und ihr seht da eine riesige große freie Fläche, da können wir uns austoben. Und nach oben haben wir auch viel Platz. Wie gesagt, da werde ich mal den Calrissia Tower hinstellen. Wenn ich jetzt kalkuliere pro Etage 2 Bewohner, dann wären das 10 Etagen. Wenn ich mit 20 Bewohnern für die Kolonie rechne, wenn ich 3 Bewohner rechne, dann sind das 6 bis 7 Etagen. 6 bis 7 Etagen sind, glaube ich, auf jeden Fall drin bei dem Calrissia Tower. Und jetzt baue ich hier mal ein bisschen Verteidigung auf und dann schaue ich mal, was ich bis dahin draus gemacht habe. Außerdem verlege ich die Karawane, versorge die 3 Leute, die hier sind, mit Rüstung. Und wir können ja mal ganz kurz darauf gehen. Das ist also ein Strommast, den haben sie zur Siedlung ausgebaut. Da werde ich Geschütztürme aufstellen. Die feuern dann schön nach allen Seiten. Ja, ich weiß leider nicht, wo da die Spawnpunkte sind. Und ja, jetzt mache ich hier mal einen Cut und richte das hier mal ein bisschen her. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. So, inzwischen sind über 2 Stunden vergangen. Ich musste ja auch Rohstoffe besorgen, Kronkorken etc. pp. Und das ist jetzt also das Fundament vom Calrissia Tower. Wir schauen uns das mal im Was? Inneren an. Inzwischen haben wir auch schon Bewohner. Moment, ich hole mal das Baumenü. 7 Leute wohnen jetzt hier. Einer ist als Wache eingeteilt. 2 als Landwirte. Also der hier, der schiebt. Und die Abernathys sind alle mit Kampfrüstungen und ordentlichen. Moment, ich habe noch eine Waffe, glaube ich, für den, oder? Hörst du bloß? Hab ich noch eine Waffe für den im Inventar, die ich ihm geben wollte? Ach ja, und übrigens, mein Alien Blaster ist aufgetaucht. Hier gewesen, als die Raider zum ersten Mal kamen. Da muss ich einen Also, zufällig du bist neben kein den. Idiot. Quatsch mir doch nicht nochmal dazwischen. Da muss ich einen zufällig daneben den Behältern stehenden Siedler als Truhe zweckentfremdet haben. Jedenfalls, als ich denn die Wache hier, das ist nämlich der hier. Als ich den dann ausgerüstet habe, den ich jetzt dann hierher als Wachposten geschickt habe, habe ich in seinem Inventar den Alien Blaster gefunden. Also ich muss den mit Natur verwechselt haben. Das ist mir heute nochmal beinahe passiert. Der ist mir gedämmert, wie das passiert ist, weil da nämlich ein anderer NPC noch neben den Dingern stand und ich hatte dann plötzlich sein Inventar und war gerade im Begriff, ihr den ganzen Schrott zu geben, als ich gemerkt habe, das ist gar nicht die Werkbank, sondern ein NPC. Also so ist der Alien Blaster in den Besitz dieses Typen gewandert. Die Plünderstation wollte ich eigentlich noch besetzen, aber hier kommt der Marktplatz hin, ist klar, deswegen steht hier auch noch nichts. Dafür brauche ich Kronkorken und die habe ich jetzt fürs Material verballert. Und statt Topfpflanzen, statt Zierpflanzen, habe ich hier diese Pflanzkübel gepflanzt, wie man sie in der Greyguard Farm auch hat. Das ist eine Mod, die mir ermöglicht, diese Pflanzkübel da auch anderswo zu bauen. Und wie ihr seht, Blake Abernathy arbeitet auch hier, obwohl der eigentlich da unten zugeteilt ist. Außerdem haben wir eine ordentliche Sitzgruppe hier. Strom habe ich hier noch nicht. Und da hinten habe ich das Schlafzimmer gebaut, abgeteilt durch eine Metallwand, weil das mit Betonwänden nicht funktioniert hat. Also ich habe da erst rumgetüftelt, ob ich das doch irgendwie mit Betonwänden hinkriege. Aber dann hätte ich überall Spalten zwischen den Böden gehabt und dann habe ich das mit den Metallwänden da reingefummelt. War auch nicht ganz einfach, hat mich bestimmt 20 Minuten gekostet, bis ich rausgekriegt habe, wie es geht. Und das ist das Ergebnis. Ich habe hier 3 Betten. Das werde ich vorher erst auch so handhaben, dass ich immer 3 Betten pro Etage aufbaue. Außerdem habe ich 2 Bilder aufgehängt da. Katzengemälde und Landschaftsbild. Das hat Tradition.
weiß nicht, ob Consolero Boy, ob Conso meine Videos noch anschaut, aber in seinem Let's Play, da hat er mal eine ganz Sanctuary mit Katzenbildern zugepflastert. Das war ganz lustig. Und seitdem muss ich da immer dran denken. Dann, wir haben jetzt zwei Brahmins. Einer ist uns in die Falle gegangen. Ihr habt das gesehen, ich habe sie da drüben aufgebaut. Ja. Und da es diese Klingenkorn offenbar nicht als Pflanzkübel gibt, habe ich jetzt hier draußen 4 Stück gepflanzt. Die Brahmin-Falle braucht ja immer 4 Stück. Außerdem sollen die hier abwechslungsreiche Nahrungsmittel haben. Und wie ihr seht, das Treppenhaus für die nächste Etage steht schon. Da docken dann die anderen Bauelemente an. Dafür muss ich allerdings erst wieder Baumaterial sammeln. Und ja, das also ist... Wird einmal der Kalrister Tower. Da sehe ich gerade... Ich habe von meinen Versuchen... Ich wollte das Ding erst viel größer bauen. Das war also... Ja... Locker nochmal links und rechts eine Reihe größer. Und dann habe ich aber gedacht, das ist zu viel des Guten. Und habe das Ganze nochmal ein bisschen geschrumpft. Und dann ist das rausgekommen. Ich glaube, ich wollte eigentlich im Kern hier ein Treppenhaus bauen. Umgeben von Betonwänden. Das hat aber nicht hingehaut. Weil dann Spalten zwischen den Dingern waren. Und dann haben die auch nicht mehr zusammengepasst, die Böden. Also, ich werde es jetzt so versuchen. Es kann sein, dass ich irgendwann entscheide, das alles nochmal abzureißen und neu hinzufummeln. Aber ich glaube, ich habe mit dem Grundriss hier eigentlich ein gutes Ergebnis erzielt. Mit dem Schlafzimmer da abgeteilt. Also wenn man jetzt da raufkommt, kann man nicht gleich ins Schlafzimmer gucken. Das wäre mir jedenfalls unangenehm, wenn ich da beim Schlafen immer vom Treppenhaus aus beobachtet werden könnte. Dann hat man also... Ja... Privatsphäre hat man hier genügend und trotzdem den Aufgang. Und später kommt auch noch ein Aufzug hinzu, wahrscheinlich 2 oder 3 Aufzüge, je nachdem wie hoch ich baue, im Wechsel. Aber da, die werde ich wohl außen dann anbringen irgendwo. Das entscheide ich aber, wenn es soweit ist. Innen wird es nicht funktionieren, das ist mir zu kompliziert. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich hier einen Aufzug hier baue. Aber da ist ja jetzt das Schlafzimmer drüber, das wird nicht hinhauen, ich muss das außen hinfummeln. Ja, und mir fällt gerade ein, ich habe noch keine Toilette eingeplant. Die werde ich dann wohl hierhin bauen. Können wir eigentlich fix machen, dauert ja nicht ewig. Und dann kann ich euch auch mal das Problem mit der Spalte erklären. Wenn ich nämlich hier Betonwände andock und dann nebendran den Boden... ich zeige es euch nochmal. Dann passiert nämlich das, was ich euch jetzt nochmal zeige... Das passt einfach nicht sauber zusammen. Oh, ich habe gar keinen Stahl mehr. Okay, dann muss ich das vertagen. Ich muss erst wieder Rohstoffe sammeln. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt da daneben jetzt ein Betonfundament hinbaue. So wie das da. Dann entsteht hier eine Lücke. Ja, sehr unschön, schaut nicht gut aus, schaut nicht sauber aus, gefällt mir überhaupt nicht, kann ich auch nicht mitleben. Und deswegen muss ich mir da was anderes einfallen lassen. Kann ich jetzt hier noch... Reicht's dafür noch? Dafür reicht's, gut. Und das wird dann mal die Toilette. Und eventuell docke ich dann hier außen oder links oder rechts irgendwie den Fahrstuhl an. Und dann ist halt in einer Etage statt einer Toilette ein Aufzugzugang oder so. Das muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen, wie ich das mache. Und ja, Betonwände, wenn ich jetzt schon dabei bin. Milchglas hätte ich gern. Das habe ich bei den Toiletten eigentlich immer so. Milchglasfenster. Nee. Habe ich jetzt die Rohstoffe nicht dazu, macht nichts. Gut, werde ich aber so tun. Einen zweiten Eingang, weil es kommt nämlich leider oft vor, dass an einem Eingang sich Menschenmassen bilden und dann komme ich nicht rein, wenn ich rein will. Also habe ich immer 2 Eingänge, damit falls hier Mordsgaudi ist und ich nicht an denen vorbeikomme, dann kann ich wenigstens hinten reinschlupfen. Und später, wenn der Aufzug steht, habe ich ja noch den Aufzug. Da ist er ja. Den wollte ich noch haben. Freeman.
du bist der Plünderer dieser Siedlung. Für dich habe ich die Plündererstation aufgebaut. Machst du das jetzt auch oder redst du bloß? Irgendwie hat das jetzt nicht hingehaut, ne? Das nervt. Das ist eine unangenehme Eigenschaft von dem Menü. Das. Jetzt komm her. Ach, der macht's mir aber auch extra schwer, ne? Los. Bis ich jetzt da drüben bin, ist das Los weg, stimmt's? Jetzt müsste es geklappt haben. Und? Irgendwie nicht. Ja gut, da werde ich mich aufs Kinn befassen. Das mache ich jetzt. Es ist mir jetzt während der Aufnahme. Susan ist nicht zugewiesen. Die haben ihre Zuweisung verloren. Ach Menno, das ist. Das passiert leider zwischendurch, dass der mittendrin. Das muss ein Bug sein. Und du tust hier auch anbauen. Ja, wahrscheinlich hat der die Wache. Ja, genau, der hat auch seine Zuweisung verloren. Und das ist ein sehr unangenehmer Pack. Okay. Also in so einer kleinen Siedlung geht's ja noch, aber wenn du mal eine Siedlung mit 20 hast, da weißt du nicht mehr, wen du wo zugeteilt hast. Susan. Aber es ist ein sehr, sehr lästiger Bug. Normalerweise sollte man jedes Mal, bevor man da. Wieso ist diese Ressource zugewiesen? Achso, das war nicht ich. Ja, Tattoo-Pflanzer. Diese Ressource. Jetzt ist diese Ressource zugewiesen. Wird das jetzt langsam was? Ja, das einzige Gegenmittel gegen diesen. Ach, Rackel ist auch noch da. Das jetzt während der Aufnahmen habe ich gar nicht gern. Aber gut, ich sollte euch das zeigen, damit ihr seht, dass es diesen Bug gibt. Und die wohnen hoffentlich dann auch da drin, aber das ist deren Problem, welche Betten sie auswählen. Momentan haben sie ein zusätzliches Bett im Haus und. Aha, zumindest macht der den Plünderer. Das ist ja schon mal was. Das hat also funktioniert. Jetzt sollte das laufen. Und ja. Unter anderen Umständen hätte ich jetzt den letzten Spielstand geladen. Aber ich musste euch das mal zeigen, dass es diesen Bug gibt mit diesem Zuweisungsdings. Das ist mir leider in Sanctuary kürzlich auch schon mal passiert. Und da war das nicht lustig. Vor allem, weil ich es nicht gleich gemerkt hat. Ich habe dann schon einen Haufen gebaut, dann merke ich, die machen nicht mal, was sie tun sollen. Und dann musste ich die ganze Siedlung neu zuweisen. Ich war bedient, ich kann es euch sagen. Es gibt Bugs, auf die könnt man gut verzichten. Jetzt schauen wir uns das mal Sanctuary an, wie sich's da entwickelt hat. So, eins möchte ich euch noch zeigen. Ich habe euch doch schon in einer meiner frühen Folgen, in einer meiner ersten 15 Folgen, sage ich mal, wo wir mit der Brahminzucht angefangen haben, erklärt, dass das die Lizenz zum Gelddrucken ist. Ich habe jetzt mal eine Zeit lang keine Jets mehr gebraut. Jetzt schauen wir mal, was ich an. Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist. Würde ich gerne machen, Schatzi, aber das geht nicht. Jetzt schauen wir mal, was ich. Also. Was sich an Dünger angesammelt hat. 469. Ich brauche 2 Dünger pro Jet und 1 Plastik pro Jet. Das Plastik, das findet man überall in der Landschaft, eigentlich beim Looten ganz normal. Und den Dünger, den produzieren die Brahmins. Wie ihr seht, kommt da ordentlich was zusammen. Das sind 230 Jets rum. Jeder dieser Jets hat einen theoretischen Wert von 50. Ich brauche jetzt mal, also wenn ich jetzt 230 mal 50 rechne. Nee, so kann ich nicht rechnen, weil ich keine 50 bekomme. Ich rechne mal 230 mal 22. Ich glaube, das ist realistisch. Dann sind da jetzt 5060 Gold drin. Gold-Credits, ja. Kronkorken. 5060 Kronkorken.
Jo, wir kochen, 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 kochen und leveln tun wir dabei auch noch. Schaut mal, wie das Leveling hochgeht. Und mit diesen 5000 Kronkorken kann ich eine, also ja, wenn ich noch ein bisschen spare, zwei große Händler in der Abernathy Farm aufbauen. Ja, eigentlich kann ich das schon, weil die Gemischtwarenhändler sind nicht so teuer. Und das werde ich auch tun, offscreen natürlich. Aber jetzt machen wir hier erstmal den Dünger da weg. Die wiegen dummerweise auch was, ne? Ich habe übrigens einen Skillpunkt in Tragkraft investiert. Wir haben jetzt 50 zusätzliche Tragkraft. Das ist einfach ein Ärgernis, dass die Tragkraft immer ständig hier solchen Beschränkungen unterworfen ist. Also meine E-Taste glüht schon langsam vom vielen Kochen. So, 30 Dünger rum lasse ich stehen. Die brauche ich eventuell für Pflanzkübel. Aber ihr seht gleich jetzt so. Damit gebe ich mich zufrieden. Wie viel sind denn das jetzt? Oh, und ich habe sogar noch Tragkraft übrig. Ich habe jetzt gedacht, ich wäre bestimmt überladen. 219. Gut. Dann schauen wir mal, was wir bei Riley für einen von den Dingern kriegen. Riley war übrigens verschwunden und nicht mal auffindbar. Und zwar hängt das zusammen mit der Quest, die wir neulich gemacht haben. Hier in Longney Lukowskis Konservenfabrik. Dieser Bug ist bekannt. Zum Glück, deswegen habe ich im Internet eine Lösung gefunden. Wenn euch das auch passieren sollte, dass Riley verschwinden sollte, ich sag euch mal gerade, was ihr dann machen müsst. Ihr drückt Ö, um die Cheat-Konsole zu öffnen. Dann tippt ihr folgende Befehle ein. PRID 0003EFF3. Ich mache jetzt nicht Enter, weil Riley ist ja wieder da. Okay, so wie ich es da geschrieben habe. Dann schreibt ihr Disable und gleich danach, also immer Enter danach und danach Enable, Enter drücken danach und dann Move to Player mit einem Leerzeichen dazwischen und dann erscheint Riley direkt vor euch. Es gibt noch Codes für die anderen Level 4 Händler, die sind auch samt und sonders verbuggt. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich diese Codes in der Videobeschreibung oder in einem Kommentar unter dem Video hinterlegen. Sollte ich es vergessen, schubst mich mal kurz an, dann hole ich das nach und füge die Beschreibung nach. Und dann habt ihr die Info auch bei dem Video, weil das ein sehr lästiger Bug ist. Das kann euch mit fast allen Klasse 4 Händlern passieren. Der einzige, der scheinbar zuverlässig funktioniert, jedenfalls gibt es entsprechende Berichte unter den Bugmeldungen, ist der Voltec-Händler, den man zum Slot geschickt haben. Der scheint nicht verbuggt zu sein, weil mit den anderen, da gab es unterschiedliche Probleme. Gut, hätten wir das auch geklärt, das war mir wichtig, euch das mitzuteilen. Ihr müsst dann halt bei PRID den jeweiligen Code des Händlers eingeben und dann, wie ich es euch gezeigt habe, verfahren. Schauen wir mal ganz kurz nach meiner Falle. Achso, eigentlich wollte ich ermitteln, wie viel ich kriege. Ich bin ja schon Meisterhändler, ne? Das heißt, wir haben Handeln. Ich bin Meisterhändler und beim Kaufen jetzt viel bessere Preise. Und wenn ich jetzt noch einen Punkt investieren würde, würden die Preise nicht mehr besser werden. Nur der Geldvorrat von den Händlern, der könnte erhöht werden. Ja, also so. Und dann habe ich noch mehrere Hefte gefunden und die Wackelpuppe fürs Handeln. Wo ist denn Riley jetzt schon wieder? Warte mal, wahrscheinlich ja? Tanzt sie mit den anderen auf den Tischen. Na, da steht sie ja. Du bist an diesen Ort hier geboren. So. Riley. Ja. Nicht Washington. Harte Arbeit. Oh. Drum habe ich einen zweiten Eingang, weil einer von den beiden, wenn ich nur einen Eingang mache, ist meistens einer irgendwie verstopft. Und so geht's eigentlich, so ist es erträglich. Ja, Jets, wir waren bei Jets. Jets, also bei ihr bekomme ich 32.
Das heißt, die 219, die ich bekomme, sind 7008 Kronkorken wert. Die hat natürlich nur 636, aber warte mal, wir könnten Rohstoffe kaufen dafür, die brauche ich ja sowieso. Dann könnte ich mal hemmungslos zugreifen. Stahl, Beton, Holz, Keramik, Kupfer, 3870. Gummi jetzt nicht, aber damit komme ich schon wieder ein Stück weit und dann lasse ich mir einen Kronkorken auszahlen. Jetzt schauen wir mal, dass ich 3870... So. Gut, und dann hat sie noch 660. Die holen wir uns auch noch. Wie jeden Tag. Immer das Tja, und die anderen handeln jetzt nach Ladenschluss nicht mit mir. Obwohl, der Doc vielleicht schon. Handeln wir. Klar. Nee, der tauscht nur mit mir. Okay, ja. Dann verbringen wir mal ein bisschen Zeit, dass die wieder die... Da habe ich übrigens eine Krankenstation eingerichtet. Schaut doch toll aus, oder? Schaut doch wirklich super aus, was ich da gemacht habe. Und mit ordentlichem Wartezimmer, Billardtisch. Ja, ich habe den Wecker gehört, aber eins machen wir jetzt noch schnell zusammen. Neun, so. Pause-Taste. So. Nacht haben wir verbracht. Ich hoffe, alle sind brav an ihrem Arbeitsplatz unten. So, dann handeln wir mal mit ihr. Ehrliche Eislandwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Sie hat 313 Gold. Mal schauen, auf wie viele Kronkorken wir es bringen. Hilfsmittel. Jet. Wie viel würde sie mir zahlen? Auch 32. Okay, da scheint nur der Handelsskill relevant zu sein. Weil ich dachte vielleicht, dass es auch von Händler zu Händler unterschiedlich ist, aber scheint jetzt da nicht so der Fall zu sein. Jedenfalls kann ich da gerade nichts dergleichen feststellen. Du kaufst mir auch welche ab. Das sind immer noch 2000 Kronkorken. Ich ein Wörtchen mitzureden habe. Jo, und ja, die hätte bestimmt auch gern welche, damit können sie sich jetzt aber ordentlich zudröhnen. 417. Dann sind wir schon bei 2300. Ja. 713, yay, die hat er ordentlich. Damit, glaube ich, werde ich die sogar los, die Dinger. Nicht ganz. Ja, ein paar kann ich in der Alternative Farm noch verkaufen. Dann sind wir bei 3004. Gut, das machen wir jetzt noch zusammen. Ich gehe jetzt nochmal zur Alternative Farm und dann bauen wir da unseren ersten Laden auf. Jo, da sind wir auch schon. Und das dritte Brahmin ist gefangen. Mehr als drei mache ich gar nicht mehr, weil ich neulich eine Info bekommen habe, dass nur drei Brahmins... mehr als drei Brahmins pro Siedlung bringt nichts. Aber die Falle lassen wir stehen. Wir haben es auch schon an ein Terminal angeschlossen. So. Aber wir sind eigentlich jetzt da für den Gemischtwarenladen. Dann kann ich nämlich hier auch Rohstoffe kaufen. Das macht den Aufbau vom Calrissa Tower viel einfacher. So, Läden. Diesen hier. So, hierher. Ungefähr. Bisschen Beinfreiheit in beide Richtungen lassen. Das
sollte man präzise vorgehen, einigermaßen auf die Winkel achten, weil da doch ja da dockt ja jetzt dann bald noch einer an. Und wenn ich will, dass die einigermaßen gerade stehen, muss ich mir da schon Mühe geben. Habe ich jetzt noch genügend für Klinikkleidung? Ja. Nein, fehlen mir noch 1500. Gut, wen teile ich da ein? Ich hatte da oben eine eingeteilt. Was machst du da oben, Conny? Du solltest. Achso, die wird wahrscheinlich da oben arbeiten. Ja. Und du? Die kann ich jetzt nicht auswählen. Doch, jetzt. Racke soll den Laden hier übernehmen. So. Und damit die nicht auf dumme Ideen kommt, weise ich der auch ein Bett zu. Die soll das Bett hier nutzen. Okay. Und theoretisch müsste die den Turm nie verlassen. Gut. Hier mache ich jetzt mal einen Cut. Ich mache jetzt mit dem Aufbau von einem Carissa Tower weiter und setze noch mindestens eine Etage drauf. Und das Ergebnis seht ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.